in Italien. Also wird die abstrakte Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit einer unbestimmten Anzahl von Personen strafrechtlich belangt. In Österreich nur die konkrete Gefährdung von anderen Personen. Das heißt, nur wenn ein Lawinenabgang, zum Beispiel Todesfolgen oder Verletzungen von anderen Personen eben mit sich bringt. Und auch was das Strafmaß anbelangt, ist ein großer Unterschied zwischen der italienischen und der österreichischen Gesetzeslage. In Italien wird das Vergehen des fahrlässigen Lawinenabgangs mit einer Strafe von 1 bis 5 Jahren belangt. In Österreich die Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit mit einem Strafmaß von nur bis zu 1 Jahr Gefängnisstrafe.